Da sind so viele Treppen. Ich habe gar keine Ahnung, wo man hier lang gehen soll. Das ist ein Fluch. Alter, das Ding ist ja gefühlt noch komplett eingerichtet. Wie Pulver, wie feines Pulver ist hier gerade runter gerieselt. Vielleicht hat es unser Gefühl nicht getrügt. Aber das sind die Momente, wo man dann definitiv aufhören sollte. Das Ding hier ist unberechenbar, Leute. Wir sind an der nächsten Location angekommen. Die Tour geht weiter, Tag 2 unserer kleinen Lost Place Tour. Und wir schauen uns jetzt ein altes Betonwerk an. Und das, Freunde, ist persönlich bisher von den Locations, die wir gesehen haben, meine absolute Lieblingslocation. Der Turm, der wird wohl noch genutzt, aber schaut euch das mal an. So großen Locations weiß ich nie, wo ich anfangen soll zu filmen. Das ist ja wieder so ein Riesenkomplex hier schon wieder. Richtig heftig viel Industrie. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt hier hoch. Hier ist so ein riesiger Trichter, vielleicht so eine Art Betonmischer noch. Hier geht es gar nicht weiter. Und auf die andere Seite, da geht noch eine Leiter hoch. Das Ding ist halt, wenn der Turm quasi noch in Benutzung ist, wird das Ding natürlich auch regelmäßig noch gewartet. Da ist jetzt noch so ein riesiger Maschinenraum. Gehen wir gleich auch mal rein. Und da geht es weiter nach oben. Da sind so viele Treppen. Ich habe gar keine Ahnung, wo man hier lang gehen soll. Und werde gleich auf jeden Fall auf die GoPro wechseln müssen. Freunde, ich suche schon wieder meinen Handschuh. Auf der Suche nach dem Handschuh. Oh nein. Oh nein. Eben hatte ich ihn noch. Er kann also nicht weit sein. Und da liegt er auf dem Boden. Was ist denn das für ein Fluch? Das ist der Fluch der Handschuhe. Die ziehen sich ja... Die ziehen sich wie ein roter Faden durch meine Videos. So Leute, wir wollen da hoch. Ich würde auch gerne da hoch, aber... Sondern ich meinte, das Ding könnte eventuell alarmgesichert sein, weil das eben noch in Benutzung ist. Aber das Ding hier werden wir jetzt mal hochgehen. Irgendwelche Schalter, Hand und Auto, Schieber, Filter, Staubsilo. Ich frage mich gerade, ob wir noch weiter hochkommen. Alter. Von da hinten der Straße sieht man uns wahrscheinlich. Mal hier ein bisschen aufpassen. Aber wie groß dieser Komplex ist. So, wir sind jetzt hier in dieser Halle. Ich habe den Rucksack jetzt doch unten stehen lassen, weil ich da mit der Leiter nicht so gut durchkomme. Dann bleibe ich wieder stecken und schauen uns das jetzt hier eben kurz an.
Hier sind auch wieder so Transportbänder gewesen. Da wurde dann wahrscheinlich eine Betonmischung oder keine Ahnung was. Die Steine, da liegen ja noch ganz viele Steine, nehme ich an, dass die dann darüber transportiert worden sind. Und auch hier gehen wieder überall Leitern hoch. Hier geht eine hoch, hier geht eine Treppe hoch bis ganz nach oben. Nehmen wir mal den Weg hier. Ich wüsste jetzt echt mal gerne, wie lange das Ganze hier schon verlassen ist. Leute, ich hasse diese Gitter. Ich hasse sie. Ich vertraue den Gittern nicht. Es hört sich irgendwie... Ja, hier geht's. Da ist auch Beton drunter, ne? Ich habe aber kein gutes Gefühl. Man sollte immer auf sein Gefühl hören. Ich bleib hier stehen. Ich weiß auch gar nicht, was das da genau ist. Ach, irgendeine Maschine. Das ist so ein alter Schrank. Aber, wie gesagt, ich habe gerade im Moment bei diesen Gittern hier kein gutes Gefühl. Ich gehe wieder runter. Hier sind überall Leitern. Schaut euch das mal an. Hier geht, überall gehen hier Wege nach oben. Man ist vollkommen überfordert gerade. Also ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Und der Rucksack steht immer noch draußen alleine. Den würde ich eigentlich gerne abholen. Das heißt, ich werde gleich außenrum zurückgehen und den Rucksack einsammeln. Aber vorher können wir mal eben hier schauen. Ach, hier geht auch schon wieder eine Leiter nach unten. Komplette Überforderung. Ihr merkt wahrscheinlich an meiner Stimme, dass der Adrenalinpegel hier auch gerade schon wieder extrem hoch ist. Das hängt auch immer ein bisschen mit dem Klettern zusammen, Freunde. Mein Schuh ist auf. Den sollten wir gleich auch mal zumachen. Ich hätte richtig Lust, auf dieses Rohr da zu gehen. Aber wir schauen jetzt erstmal hier unten den Rest an. Die Hallen an sich scheinen leider zu sein. Das wäre sicherlich auch noch interessant, wenn man da reinkommen könnte. Leute, ich war gerade, bin ich diese Leiter hochgegangen und ich habe das Gefühl, das ganze Ding hat gebröselt. Also es ist da so ein Stück runtergerieselt und dann bin ich wieder runtergegangen, weil mir das gerade zu krass war. Und jetzt bin ich gerade unter diesem Rohr durch und da ist ein riesiger Rost, wie Pulver, wie feines Pulver ist hier gerade runtergerieselt. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann hat das definitiv auch schon seine besten Tage hinter sich. Das ist auch definitiv schon richtig alt. Ja, das kann man auch einfach so abbrechen. Deswegen werde ich jetzt ganz schnell unter diesem Rohr hier durchgehen. Ich habe nämlich gerade gar kein gutes Gefühl, wie sich diese Stufe angehört hat. Und ich habe es gerade nicht mitgefilmt. Aber das sind die Momente, wo man dann definitiv aufhören sollte. Schaut euch auch da mal an. Da das ganze Ding, das ist schon komplett durchgerostet. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und da oben das Teil. Also das hier ist definitiv nicht mehr in gutem Zustand. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt wieder runter. Diesen Treppen hier vertraue ich nämlich absolut nicht. Die eine war hier vorne schon komplett durchgerostet. Zieht euch das mal rein, wie die Leiter aussieht. Also der Komplex oder der Bereich scheint mir fast noch ein bisschen älter zu sein als das da drüben. Da schwimmt überall Wasser drin. Seht ihr das? Das ganze Ding ist vollgelaufen. Das geht richtig unterirdisch weiter. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Hatte das mit dem Wasser denn so seine Richtigkeit? Da ist ja auch überall was drin. Oder hat sich das hier so gesammelt? Soll nicht? Bitte? Da ist überall Wasser drin. Soll das so? Weil da unten die Halle ist auch komplett vollgelaufen mit Wasser und da gehen die Stufen noch weiter ins Wasser runter. Das gibt's doch nicht. Diesen Bereich lassen wir aus. Ich wäre zwar extrem gerne auf das Rohr gegangen, aber dieser komplette Komplex da, gerade besonders der Teil, scheint mir doch sehr,
instabil zu sein. Auch hier ist jetzt nochmal so ein Förderband und es geht da weiter ins Wasser runter und ist komplett voller Moos. Diese Stufen, die da einfach noch weitergehen und da unten drunter geht es richtig tief weiter. Teilweise wie eine unterirdisch versunkene Stadt schon fast. Ich weiß nicht, ob das mit den verschiedenen Materialien vielleicht zusammenhängt, aber manche Dinge sind hier schon so zerfallen quasi und andere wiederum sehen mir noch sehr stabil aus, in Anführungszeichen. Aber vielleicht trügt da auch der Schein. Hier war noch so ein Stromhaus quasi, Stromkasten. Ich dachte, hier wäre noch so eine Art Führerhäuschen oder sowas oder so eine Schaltzentrale mäßig. Da oben gehen wir auf jeden Fall nicht mehr weiter. Es gibt Teilbereiche, die sind hier auf jeden Fall ohne Probleme noch begehbar. Und es gibt andere Teilbereiche, die sind etwas kritisch. Und ja, da machen wir lieber vorsichtig. Bitte keine Tische aufhängen. Schade, ich habe meinen extra mitgebracht. Das hier sieht mir noch aus wie so eine Art Werkbank, ne? Liegt da noch ein ganz alter Pinsel. Und da waren auch wieder so Schaltkästen. Hier ist mal irgendwas drüber gelaufen oder konnte hier abgesetzt werden. Das sind noch so wie so eine Art Schienen auf dem Boden. Hier steht noch ein alter Strahler. Die Glühbirne da drin ist sogar noch heile, nur das Glas ist kaputt. Bedienungsanleitung für Schwank-Gas-Infrarot-Hochleistungsstrahler. Gemäß bestehender Vorschriften ist die Erstinbetriebnahme des Strahlers nur im Gegenwart des Herstellers oder eines Beauftragten durchzuführen. Ja, noch so ein kleiner Leitfaden. Da geht's auch wieder nach oben. Das hier sieht mir jetzt wieder relativ gut aus, aber das ist das, was wir meinen. Das ist vielleicht auch unberechenbar. Ja, schaut euch allein mal die Wand an. Ich glaube, das sagt eigentlich schon genug aus. Die ist hier einfach komplett weggebrochen. Die hat sich richtig nach vorne gezogen. Da sind überall Löcher drin. Und hier liegt einfach so ein Stahlträger oder so ein Träger davon auf dem Boden. Das Ding hier ist unberechenbar, Leute. Vielleicht ist hier dieses Schalthäuschen, was ich gesucht habe. Der ganze Boden ist voller Scherben. Hier war vielleicht auch noch Büro, Öko, Lieferschein, Fachbrief auf Koch, Öko-Tampfer ladebereit. Da noch so ein Schrank, ein alter Steckdosenleister. Hier noch so eine Pinntafel. Hier liegt noch so ein Anzug, so ein Schutzanzug auf dem Boden, begraben unter Scherben. Richtig geiles Ding, finde ich, Leute. Es ist eine richtig coole Location. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen bedacht rangehen, sag ich mal, aber ist schon geil. Da hinten so eine riesige Halle. Boah, das ist wieder ein großer Komplex. Wahnsinn, Leute. Hier ist noch ein alter Tisch und ein Stuhl. Und irgendwelche Behälter. Hier ist noch so eine Kletterleiter. Ob die hier jemand hingeschleppt hat, weil er irgendwo hochklettern wollte, oder ob die hier vorher schon lag und noch ein Seil dazu. Ja, hier ist auch nochmal ein Förderband, wo dann irgendwas transportiert wurde. Da liegen auch noch so ein paar Gesteinsreste drauf. Es muss wahrscheinlich auch unheimlich laut hier gewesen sein, nehme ich an. Wenn diese ganzen Bänder hier in Bewegung waren und die Maschinen gearbeitet haben. Und jetzt ist es hier komplett still. Da hinten steht ein Autositz, oder? Ist doch ein Autositz. Ja.
Wir haben irgendwie beide ein richtig komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil es einfach so ein großer Komplex ist. Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, hier hochzuklettern, weil teilweise die Substanz im kritischen Zustand ist. Oder weil wir, wie wir gehört haben, hier auch ziemlich oft der Sicherheitsdienst unterwegs ist. Vielleicht sind das alles so Faktoren, die irgendwie zusammenspielen. Wir haben zwar noch nicht alles gesehen, da hinten ist auch noch ein verlassenes Gebäude, aber das wird ja alles irgendwie ähnlich aussehen. Und da vielleicht nochmal kurz reingucken, da steht noch irgendwas drin. Und dann fahren wir weiter zur nächsten Location. Reiniger Atrei, da wird irgendeine Flüssigkeit drin gewesen sein, oder? Doch, hier liegt ja auch noch so Granulat und so ein Behälter mit destilliertem Wasser. Und hier noch so ein paar alte Lagerregale. Hier ist noch so ein Wartungsschacht und so ähnlich wie so eine Kfz-Werkstatt. Ich denke mal, da hinten hing dann eine Menge Werkzeug. Hier drin wurde vielleicht auch noch was aufbewahrt und dann konnte man hier drunter an den Geräten arbeiten. Aber Staubsauger noch zurückgelassen. Alter, das Ding ist ja gefühlt noch komplett eingerichtet. Hier liegen überall noch Ersatzteile. Da oben hängen überall noch Keilriemen. Alte Motoren. Ja, jetzt macht es Sinn, dass hier vielleicht wirklich noch der Sicherheitsdienst unterwegs ist, Leute. Sanech, was hast du denn da gerade gefunden? Ein Handschuh. Das ist ein Fluch. Gib ihn mir zurück. Da geht noch eine Treppe hoch. Die gehen wir jetzt nicht hoch. Hier ist noch irgendwas mit Anlieferung. Hier liegt ganz viel geschreddertes Zeug auf dem Boden. Alter, alte Tanks. Leute, hier liegt noch ein Wert drin. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Guck mal, hier liegt ein Pokal. Ein Teil von einem Pokal. Das ist ein Fußballpokal. Verrückt. Finden wir noch den Rest dazu? Das ist eine gute Frage. Aber ich habe ehrlich gesagt richtig Angst, hier jetzt noch zu suchen. Ich glaube, wir sollten uns langsam hier rausbewegen. Wir sind hier jetzt schon so lange drin. Wir sind vom Gelände runter und packen jetzt das Zeug ins Auto und fahren weiter. Ja, alles geklappt, aber wir sind froh, dass wir irgendwie von diesem Gelände runter sind. Keine Ahnung, ich kann es auch gar nicht beschreiben, was das irgendwie gerade für ein Gefühl war. Leute, wir sind im Auto komplett schmutzig und vielleicht hat es unser Gefühl nicht getrügt, denn es ist hier gerade ein Auto vorgefahren. Du kannst mich schon mal losfahren. Es ist gerade ein Auto vorgefahren, als wir aus dem Gelände rauskamen. Ein Auto aus der Region hier. Keine Ahnung, ob das Leute sind, die sich diese Location auch anschauen wollen. Wir wissen es nicht, aber wir schauen, dass wir jetzt schnell hier wegpurzeln. Wir haben das erste Etappenziel erreicht und haben hier den Bodensee erreicht und sind umgeben von 1000 kleinen Mücken. Wir sind schon komplett zerbissen und zerstochen, aber soll uns irgendwie heute egal sein. Wir lassen den Tag jetzt hier mal so ein bisschen, ja nicht ausklingen, aber so ein bisschen innehalten und dann geht's weiter. Es wird hier noch was gegessen und dann fahren wir weiter.